Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers vom Mars und zu einem weiteren Flugsimulator-Video. Wir machen heute einen Stratosphärensprung à la Felix Baumgartner. Wer den guten Herrn nicht kennt, macht kurz Pause, informiert euch, lest euch rein, guckt euch das Video an. War ein geiler Weltrekord damals und wir stellen das jetzt circa nach. Und wenn ich wir sage, ist natürlich der Simon mit am Start. Grüße, hallo, servus, wie der Felix Baumgartner sagt. Servus, genau. Grüezi und hallo. Wir steigen in die Lüfte. Ja, wir sind hier am Roswell International Air Center. Der Felix Baumgartner ist gestartet mit seinem Ballon in einer Druckkapsel, allerdings an der Walker Air Force Base. Ich habe die Walker Air Force Base nicht direkt gefunden. Das ist aber irgendwo hier im umliegenden Umkreis. Und deswegen sind wir heute auch hier natürlich bei allerbestem Wetter. Denn so einen Flug kannst du nur bei gutem Wetter machen. Ja, allerdings. Und mit viel Red Bull. Ja, wir starten mit dem Jetpack JW1. Den haben wir schon mal bereits vorgestellt. Wir haben den damals im Store gekauft für, ich glaube unter 5 Euro oder so. Da haben wir uns den Spaß erlaubt. Und den dann auch schon mal angetestet. Gibt es ein Video zu, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch das hier oben. War eine spaßige Runde. Ja, das ist so das Objekt, was im Flugsimulator am nächsten an Felix Baumgartner kommt. Es gibt ein Foto, wo Felix Baumgartner mit so einem Anzug und so einem Flügel so eine Ärmelkanalüberquerung gemacht hat. Das ist jetzt natürlich aber nicht dieser Stratosphärenflug, den wir heute angehen. Jetzt muss ich nur noch mal den Simon hier irgendwie treffen. Ja, Hast du Probleme damit zu fliegen? Mein Spiel ist abgestürzt. Oh, okay. Zeitsprung! Ich drehe schon mal ein paar Runden. Erstmal wieder warm werden mit dem Jungen hier. Ich fliege hier mal über die Air Force Base. Oh, hier sind Flugzeuge in der Erde. Das wird richtig toll. Ah, Tower! Oh. Bist du mit dem Gesicht in den Tower geflogen? Oder? Nee, ich bin mega ausgewichen. Geil. Oh nein, das wird ein Chaos. Ich bin abgestürzt. Ah, da bist du ja. Ah. Okay, dann kann's losgehen. Leute, ich habe natürlich ein paar Facts rausgegoogelt und die werde ich gleich natürlich ein bisschen droppen, wie man sagt heutzutage. Simon, können wir loslegen? Ja. Okay, ich würde sagen, wir fliegen erstmal an das Maximum von diesem Jetpack. Die Höhe. Das waren irgendwie 10.000 Fuß, genau, die Höhe, ja. Damit okay. Du auch erstmal wieder warm wirst mit dem Ding, weil wir steigen gleich richtig, richtig, richtig fett in die Luft. Also wie gerade schon gesagt, Felix Baumgartner hat sich mit einem Heißluftballon und einer Druckkapsel in die Höhe fliegen lassen. Das waren, also wir fangen nochmal vorne an, die Stratosphäre beginnt bei 15 Kilometern Höhe. Das ist umgerechnet 49.212 Fuß. Oh. Wir sind jetzt gerade so im Vergleich, sind wir bei 7.000 Fuß. Also schon mal, ne? Die Stratosphäre endet bei 50 Kilometer und das sind umgerechnet 164.000 Fuß. Das ist hoch. So hoch war der Felix allerdings nicht. Der Baumgartner ist bei 38.969 Meter ausgestiegen sozusagen. Und das sind umgerechnet 127.852 Fuß. Ich bin bei 10.000 irgendwas. Die Kommazahlen lasse ich mal weg. Ja, 10.000 ist auch hier die Angabe von 11.000. Von diesem Jetpack, glaube ich, dass ja. Das Maximum ist. Hast du dich schon mal umgeschaut hier? Ja. So links und rechts diese runden Felder? Ja. Weißt du, woher das kommt? Nee, sag mal. Wissenswerte. Wissenswerte mit Simon. Die werden einfach nur kreisrund bewässert. Das ist einfacher. Das ist eine Wässerungsanlage, die ist quasi in der Mitte fest. Das ist ein Zirkel und die fährt dann die ganze Zeit im Kreis und bewässert die Felder. Ey, das ist fucking schlau, aber das ist total Platz, platzsparend, oder? Das stimmt, ja. Aber ich glaube, Platz ist hier in diesem Bereich ist nicht so das Problem. Scheißegal. Um jetzt noch den restlichen Bereich zu erreichen mit diesem tollen Jetpack, müssen wir natürlich so ein bisschen cheaten. Dafür drückt ihr Y auf der Tastatur und dann kommt ihr hier in einen
Modus, wo ihr euer Flugzeug einfach beliebig hochsetzen könnt. Wir fliegen hier gerade übrigens mit dem Controller. Wenn man hier die Schultertasten drückt, geht das Ding hoch. Juhu. Wir steigen jetzt auf 127.852 Fuß, Simon. 127.000... Mach nicht zu krass. Du kannst nämlich auch easy da drüber springen. 120.000 bin ich gerade. 127.000. So, ich bin gerade auf 127.000. 90. Warte mal, ich muss mal hier gerade so... 900, oh, das ja. Das war gerade schief. Ich sehe dich. Du siehst mich? Ja, du bist und über mir. Uah! Ich komme jetzt wieder... Ich komme ein bisschen... Uah. Das ist total... Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich immer noch, ja. Du musst wieder auf 127.000, ja. Ja, ich komme. Hä, bei mir ist die Anzeige kaputt. Da ist die 1 nicht vorne, du musst unten gucken. Du bist auch kaputt, in deinem Leben bist du kaputt. Allein wie krass atemberaubend das hier oben aussieht. Ah ja, jetzt bist du auf meiner Höhe. Alter, ja. Perfekt. Sieht schon sehr geil aus hier oben. Ui, jetzt bin ich weg. Warte. Ui. Hä? Ach, du machst die Streifen. Ich dachte schon, oh, was ist das für ein Flugzeug? Aber das machst du. Du machst auch Streifen. Ja, man kann sich natürlich auch vorwärts und rückwärts bewegen. Ui. Aber das wollen wir nicht. Und jetzt... Schau mal nach unten. Ich finde es so krass, dass man einfach nur easy die Kreise sehen kann. Ja, das aber stimmt. Wirklich easy, easy. Ja, wirklich easy. Ja, da weiß man genau, ja. Wo da ist. Man sieht sogar den Flughafen. Also ich sehe jetzt ganz easy den Flughafen, wo wir auch hin wollen. Wichtig ist jetzt natürlich, Simon. Ja. Du musst die Düsen rausnehmen. Ne? Wenn wir gleich loslassen, wir lassen doch nicht los, weil ich will dir nochmal was erklären. Er hat eine Fallgeschwindigkeit gehabt, beziehungsweise er hatte einen freien Fall von 36.402 Meter. Ist er nicht auch ohnmächtig geworden? Ja, ich glaube, oder ganz kurzzeitig ist er, glaube ich, ausgestiegen und ist auch ins Pendeln gekommen. Aber jetzt musst du mir einfach vorstellen, wir sind 38.969 Meter hoch. Ja. Und er ist 36.000 Meter gefallen. Ja, ist schon heftig. Ist einfach alles, fast alles. Ja. Ne? Da hat mit einem Zehner im Freibad nichts mehr zu tun. Nee. Und jetzt rate du mal und rate die Community gerne. Schreibt es kurz in die Kommentare. Wie schnell ist er dabei geworden? Wie schnell? In km/h? Ist egal, ich habe beide Werte ausgerechnet. Ich bin nur vorbereitet. Fragen am Ende der Präsentation. Ich würde sagen so 600. Was? km/h. Tomaten, Äpfel, Birnen? Schnauze, du Mathelehrer. km/h? Nee. Nee. Dann wie ein Wanderfalke, 1000. 1000 km/h. Nein. 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 Okay. Noch ein last try. Dann 2000 km/h. Nein. 1357,6 okay. Kilometer pro Stunde. So weit weg war ja auch nicht. Nee, das war schon gut, ja. Umgerechnet in Knoten, 733 Knoten. Ich sag extra immer die Knotenzahlen, weil unsere Einheiten hier im Flugsimulator natürlich auf Knoten und Fuß gemünzt sind. Und ich fände jetzt mal interessant, ob wir mit dem Jetpack hier, ohne Düsen natürlich, genauso schnell fallen. Mhm. Und ich würde sagen, wenn du Y drückst, achte drauf, dass du deine Triebwerke ausmachst. Ja, die kann ich dann auch dann erst ausmachen, richtig? Ja, die kannst du dann erst ausmachen, okay. Genau. Ja. Ich würde sagen, 3, 2, 1, freier Fall! Uff, ich hoffe, der wird nicht ohnmächtig, der Typ hier. Du kannst ja unten mal auf die G-Kräfte achten, ob das noch was macht. Nee, man muss natürlich jetzt hierzu sagen, wir haben eine Tragfläche, macht, dass wir mehr fliegen anstatt fallen. Trotzdem, schau mal, dass du senkrecht nach unten gehst. Ja, ich gehe senkrecht nach unten. Jetzt, wo bist du denn? Ja, ich bin noch viel, viel höher als du. Ich habe es nämlich durchs Quatschen nicht geschafft, senkrecht zu fallen. Ich muss sagen, der Airspeed geht aber jetzt erst hoch bei mir. Bei mir geht er gar nicht hoch. Aber ja, du musst aber auf der TAS... Wert. Das ist ja ist auch ein Wert, ne? Der ist auch ein Wert, ja. Der ist bei mir bei 580 Knoten. Das ist der True Airspeed. Genau, True Airspeed. Der war bei 580. Oh, das stimmt. Das ist eine fucking gute Frage. Kann ich gar nicht gerade beantworten. Ist die Angabe, die ich gerade getätigt habe, also mit 733 Knoten, ist das der True Airspeed oder ist das der Ground Speed? Jetzt geht er runter. Groundspeed wird es ja nicht sein. Groundspeed ist ja die Bewegung in der Horizontalen. Dann muss das ja auch der TAS sein, ne? Theoretisch schon, ja. Also bei mir
Ist aber so bei 300 Knoten zu Ende. Ja, bei mir 480 habe ich geschafft. Nee, ja. War das 580? 580, Entschuldigung. Ja, der will sich aber immer wieder da reinstellen. Ja, bei mir bin ich gerade im guten Fall. Der hat richtig Bock. Also hier, ihr seht unten, die Höhenmeter fallen. Bei mir True Airspeed 250 Knoten und Airspeed 93 Knoten. Aber da kann ja nicht ja, sein. Ja, ja, ja. Ja, dann musst du gucken, dass du den Airspeed auf 0 kriegst, weil dann fliegst du gerade vorwärts. Weißt du noch, wie man den Fallschirm zieht hierbei? Ja, ich wollte es dir gerade sagen. Ah, ja, du musst okay. Die Flaps nach ganz unten machen. Ich wollte dir das nämlich auch sagen, weil ich das nämlich auch noch weiß. Hui! Weißt du eigentlich noch, wann der diesen Weltrekord aufgestellt hat? Das war ja ein Weltrekord, den er gebrochen hat und neu aufgestellt hat. Nee, weiß ich nicht mehr. Kannst du dich denn noch an den Tag erinnern? Ich saß wirklich vorm Fernseher und hab mir das reingezogen, beziehungsweise vorm PC den Livestream angeguckt. Ja, Opfer. Ich nicht. Opfer. Echt nicht? Nee. Für mich war das so wie, die fliegen zum ersten Mal zum Mond. Mm, genau. Fand ich schon irgendwie interessant. 14. Oktober 2012. Mm. Ein paar von unseren Zuschauern wurden da bestimmt gerade erst geboren. Ja, das stimmt. Weißt du, was das Lustige ist? Nö. Fast genau 2 Jahre später wurde der Weltrekord wieder neu aufgestellt. Ach, aber nicht von ihm, oder? Von Alan Oystace. Und er ist aus 41.419 Meter Höhe gesprungen. Aha. Nochmal zum Vergleich, der Felix ist aus 38.900 gesprungen. Er sieht so langsam aus, wie man fällt, obwohl man so schnell ist, ne? Ja, ich glaube, ich muss jetzt auch mal den Fallschirm ziehen. Ach, du bist da unten schon? Ich bin schon da unten, ja. Er hat zwischendurch mal ein bisschen abgebremst irgendwie. Der hat sich so in den Wind gestellt hier. Mein kleiner Bruchpilot hier. Also der Felix Baumgartner ist nach diesem Sprung, hat er, glaube ich, seiner Familie versprochen, von diesem Extremsport wegzugehen. Mhm. Und ist dann auch interessant, finde ich, Rettungshubschrauberpilot geworden. Fliegt in den Alpen und in Kalifornien. Mhm, krass. Fallschirm! Da ist er. Das ist das Geile an dem Wort, ne? Also das ist echt, das mit dem Fallschirm ist echt, schon fett. Echt lustig. Heute so eine wissenswerte Folge, oder? Voll. So ein kleiner Weltrekord. Ich lande beim Tower. Wenn ihr sowas öfter haben wollt, schreibt gerne rein, was wir so nachstellen sollen. Vielleicht habt ihr da auch irgendein schönes Ereignis, was auf der Welt passiert ist. Da gibt es ja noch viele Sachen, so im Hudson River landen oder sowas. So krasse Ereignisse in der Flugfahrtgeschichte. Mhm. Kann man das so nennen? Ja. Schreibt es gerne unten rein und dann suchen wir ein paar Informationen raus, ballern die hier präzise in einem schönen Video raus. Also gar kein Problem. Bei mir sieht der aus, als würde er gerade bergab laufen. Ich laufe jetzt gerade hier rum. Okay, aber Simon, nochmal zur Frage, ne? Mhm. Also generelle Frage vielleicht. Würdest du? Würdest du? Ja, sofort. Würdest du? Ja. Stratosphärensprung? Absolut. Wenn ich vorher trainiert werde, auf jeden Fall. Warum ja, nicht? Sagen wir mal von einem Idealfall. Gehen wir mal vom Idealfall aus. Auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, ob ich sagen würde, okay, ich trainiere jetzt 4 Jahre dafür. Okay, ich habe mir im Gesicht gebremst, aber wir sind ja auch durch, ne? Lasst gerne ein Like da, wenn euch es gefallen hat. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, wie wir mal live mit euch zusammen fliegen, ja, lasst unbedingt ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in einem geilen Video von uns. Auf jeden Fall. Kann man mal so sagen einfach, ne? Ja. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Alles Gute und immer schön flüssig bleiben. Ja, harte Tschüss, ne? Ciao.